Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Die Tasse ist wieder silber. Der Kaffee ist wieder heiß. Und mittlerweile traue ich mich auch, den mal hier auf meinen guten Tisch zu stellen. Ich habe immer noch keinen Tassenuntersetzer. Da muss ich auch mal langsam gucken, wo ich da was Schönes herkriege. Bin eh so gerade die ganze Zeit am Überlegen, was ich noch hier so an Verschönerungen so gebrauchen könnte. Zum Beispiel auch einen neuen Teppich oder so. Aber ich finde, sowas ist sehr, sehr schwer zu finden. Ich habe dann da irgendwie doch so gewisse ästhetische Ansprüche, die andere Käufer nicht so haben. Zum Beispiel, dass ich möchte halt nicht unbedingt bei IKEA den nächsten Teppich kaufen, weil den wieder jeder hat. Das hier ist zum Beispiel auch ein IKEA-Teppich. Sieht man den eigentlich? Ja, ne? Ein bisschen sieht man den. Der ist okay. Der ist vor allem auch günstig gewesen. Aber trotzdem, man will ja vielleicht auch mal was Originelles haben. Und das verstehen schon viele nicht. Viele denken sich, also wie viele hängen sich an ihre Wand irgendwie ein Bild von so einem Londoner Bus oder so oder von der Tower Bridge oder irgendwie so, da gibt es auch von IKEA so 5 bis 10 Motive. Und bei wie vielen YouTubern sieht man die an der Wand hängen? Da frage ich mich auch, cooles Bild zwar, aber hey, so, was drückt das aus? Es drückt nur aus, yo, ich habe mir für 20, 30 Euro bei IKEA ein Bild gekauft. Naja, okay, wir fangen an mit der Spinne. Übrigens, das Bild da oben, das seht ihr nicht, ne? Aber das habt ihr bei früheren Videos gesehen. Das da oben ist Skandinavien und das hat ein Freund von mir geschossen. Was war das? Ich meine, es war Schweden gewesen. Und das ist richtig cool. Der verkauft die auch neuerdings, die Bilder, aber das ist noch so eine ganz, ganz erste Version, die er mir mal geschenkt hat. Bin ich immer noch sehr dankbar für und inspiriert mich auch sehr. Komm, ich zeig's euch mal kurz. Das Bild da oben ist nicht so einfach zu erkennen, ist halt so ein Bootssteg, total geil, ist auch echt ein guter Druck. Ich verlinke euch mal die Seite, wo er die vertreibt, da hat er auch noch ein, zwei andere Bilder, ganz coole Sachen, die er da fotografiert. Okay. Okay, das hat gut geklappt. Okay. Meine Güte, bisher hat noch keiner richtig geklappt. Auch der war nicht gut. Auch nicht gut. Was ist denn los heute? Auch wieder nicht gut. Das war der erste, der jetzt so halbwegs gut war. Okay, in dem Tempo muss ich mal weitermachen. Ich muss mal kurz abbrechen, weil meine Nase läuft und ehrlich gesagt bin ich nicht darauf vorbereitet, mir vor der Kamera die Nase zu putzen. Also ich muss mal kurz stoppen, tut mir leid. So, ich bin wieder da, tut mir echt leid. Eigentlich möchte ich nicht unbedingt immer unterbrechen und schneiden bei diesen Videos, ließ sich jetzt nicht anders machen. Gestern war ich mal wieder lange draußen, war auch wieder ein toller Abend und noch hier Feuer angemacht und so weiter. Und dann, naja, hoffe ich mal, dass das jetzt nur so ein bisschen
ist und keine richtige Erkältung oder so. Ich fange nochmal irgendwo an. Ich habe vergessen, wo ich aufgehört habe. Es klappt heute so schlecht, ne? Hätte ich nicht gedacht. Okay. Okay. Gut. Schade. Ich warte noch so auf den einen Durchgang, wo wirklich mal ein Bund komplett klappt, also dreimal hintereinander. Das ist noch nicht passiert. Schade, damit hat sich der auch erledigt. Gut. Ja, der hat mir doch ganz gut gefallen. Okay, einen noch. Na gut. Erstmal wieder Pause machen. Meine Nase sitzt wieder langsam zu. Keine Ahnung, bin irgendwie nicht so gut drauf. Versuchen wir trotzdem mal schnell Let's Dance zu machen. Wie waren denn nochmal die Töne? So gingen die, ne? Okay, versuchen wir nochmal. Und. Nochmal. Ganz cool schon. Ich versuche mal den Daumen dahinter zu halten. Ganz normal hinten am Hals. Okay, nächster. Ich habe mir nämlich nochmal das Video angeguckt und jetzt weiß ich, was er da spielt. Also diesen letzten Ton spielt er auf der A-Seite, ja, und alle anderen auf der D-Seite. So, ich muss noch mal Nase putzen. Also noch mal kurz Pause. Jo, da bin ich wieder. Wer hätte das gedacht, dass ich mal so in diesem Zustand mich vor die Kamera setze? Das sind alles Situationen, die für mich neu sind und mit denen ich erstmal lernen muss, umzugehen. Also bei diesem Blick hier,
ist es wichtig, dass man auch die Töne kurz spielt. Ne, vor allem diesen ersten. Und die Frage ist, dämpfe ich hiermit ab oder dämpfe ich mit der Schlaghand ab? Ich bin eher für die Schlaghand. Den gucke ich mir jetzt mal an. Also, das heißt Let's Dance einmal suchen. Ich habe sonst immer noch Guitar dazu geschrieben. So, da ist es, auch wenn ich mich komplett verschrieben habe. Hier, dieses Bild da im Hintergrund, seht ihr das? Kann ich, glaube ich, jetzt leider nicht ranzoomen. Hier so irgendwelche farbigen Taxen. Ich glaube, das ist New York in so einer Schwarz-Weiß-Straße. Ist auch, naja, wie kann man sich sowas aufhängen? Ich muss immer erst hören, ich kann das nur übers Hören rekonstruieren, was er da macht, das sieht man überhaupt nicht. Irgendwie so. Und jetzt wäre so für mich die wichtige Frage, mit welchen Fingern macht er das? Und slidet der so hoch? Dann da drauf. Okay, das ist schon mal der Zeigefinger, den habe ich schon mal richtig. So, aber was macht er davor? Oh Mann, das ging aber jetzt schnell. Kann ich kaum erkennen. Das sieht mir fast so aus, als würde er da auch den Zeigefinger nehmen. Und dann mit dem Ringfinger da nochmal so drauf hämmern. Und dann rüber gehen. Wie soll man das schaffen? Das klingt schon cool, wenn das so geslidet wird. Mir noch einmal an. Ich guck mal, ob ich da noch irgendwas erkenne, aber es geht mir tatsächlich zu schnell und ist zu undeutlich. Das ist definitiv der Zeigefinger, aber er nimmt da irgendwelche Finger dazu. Der Mittelfinger. Ach, er macht nur einen Halbton? Das hätte ich nicht gedacht. Ah, okay. Nicht schlecht, das hätte ich nicht gedacht. Der macht gar nicht den, sondern der macht den. Trotzdem, genauso schwer. Okay, versuchen wir das mal einzubauen, dann muss ich Schluss machen, weil meine Nase einfach läuft. Sie läuft mir weg, deswegen nochmal ganz schnell. Na, ich will die auch nicht hochziehen vor der Kamera. Das ist doch, das gehört sich doch nicht. Okay, versuchen den Daumen hinten zu halten. Boah,
ist das mies. Das ist richtig mies. Aber genau deswegen habe ich mir diesen Song ausgesucht, weil es eben jetzt dieses Rhythmus-Gitarren-Element und eben nochmal so ein paar Mini-Melodien enthält. Und damit mache ich jetzt leider Schluss. Ich würde gerne länger üben, aber ey, ich bin gerade ein bisschen zu angeschlagen dafür. Ja, tut mir echt leid. Aber morgen geht's ja auch schon weiter, ne? Ich sag bis dahin und dann geht's mir wahrscheinlich auch wieder zu 100% gut und so. Wünscht mir gute Besserung und dann klappt das schon. Tschüss.